Über 100 Jahre Geschichte und Geschichten von Menschen. Die LWL-Klinik in Dortmund liegt inmitten eines großen Parks. Ein Rückzugsraum für Patienten, die Hilfe suchen und viele individuelle Therapiemöglichkeiten finden. Zuhören und herausfinden, was der einzelne Patient braucht. Beim Eingangsgespräch erfährt der Therapeut, unterstützt durch moderne Biofeedback-Analyse, wo der Schuh drückt. Jeder Mensch wird in der LWL-Klinik in seiner Einzigartigkeit und Vielfalt betrachtet. Wir sind das größte psychiatrische Fachkrankenhaus hier im östlichen Ruhrgebiet. Wir haben ein sehr spezifisches Angebot. Zum einen gibt es Abteilungen für Allgemeinpsychiatrie, eine Abteilung für Suchtmedizin und eine Abteilung für Gerontopsychiatrie, zusätzlich auch eine Abteilung für suchtmedizinische Rehabilitation. Das Gelände hat einen sehr alten Baumbestand. Wir nutzen das Gelände auch für unsere Sport- und Bewegungstherapie. Bewegung statt Medikamente. Die Übungen mit dem Körpertherapeuten schulen das Gehirn, verbessern die Konzentration und fördern die Entspannung. Lachen, Spaß und das gemeinsame Erleben in der Bewegungstherapie bringen wieder neue Lebensfreude. Das Café im Park der Klinik, ein Ort für Gespräche und angenehmes Ambiente für Besuche in der Klinik, abseits der Behandlungsstation. Das hauseigene Hallenbad steht Patienten immer offen. Wer mag, nimmt an der Aquafitness teil. Ganz gleich, ob sportliche Herausforderung oder Entspannung. Spaß und Freude an der Bewegung stehen auch hier im Mittelpunkt. Der Olivenbaum im Eingangsfoyer der Klinik ist ein beliebter Anlaufpunkt für Patienten, Angehörige und Freunde. Wer seine Gedanken mitteilen möchte, schreibt sie auf und hängt sie an den Wunschbaum. Alle Wünsche werden später aufbewahrt. Wenn Worte fehlen, ist die Kunsttherapie ein geeignetes Mittel, sich auszudrücken. In der Gruppe finden die Teilnehmer wieder zu sich selbst und tauschen sich über ihre Erlebnisse aus. Kunsttherapie fängt an bei kreativen Arbeiten mit verschiedensten Medien, die auf Spaß aus sind, die dem Patienten die Möglichkeit geben, auszudrücken, alles, was über die Sprache hinausgeht. Mit verschiedensten Sachen erfahren sie von sich, dass sie etwas beisteuern können, dass sie etwas zeigen können von sich, dass sie sich ausdrücken können, was andere Menschen interessiert. Dadurch verstärkt sich das Selbstwertgefühl und die Patienten haben ein Stück weit Anerkennung. Nutze den Tag, heißt das Motto in der Tagesklinik. Hier bekommen Menschen Hilfe und Unterstützung, gemeinsam mit anderen ihre Krise zu überwinden. Tagesablauf beginnt mit dem Patienten meistens morgen, dass man zusammenkommt in einer Art Morgenrunde, das Therapieprogramm des Tages bespricht. Dann gibt es verschiedene Angebote aus Ergotherapie, Kunsttherapie, bewegungstherapeutische Angebote spielen auch eine große Rolle. In der Tagesklinik ist die Klinik ohne Betten, das heißt, wir haben kein Bett für den Patienten, aber ein therapeutisches Angebot, was von Montags bis Freitag, jeden Werktag von 8 bis 16 Uhr geht, wo eine ambulante psychiatrische, psychotherapeutische Behandlung nicht ausreicht. Da brauchen die Patienten die Tagesklinik. Die eigenen Fähigkeiten wiederentdecken. Das leichte Bürotraining in der Ergotherapie führt behutsam in den Alltag zurück. Die Arbeit mit dem Naturstoff Holz regt alle Sinne an. Die Erfahrung, dabei etwas zu schaffen, stärkt das Selbstvertrauen. Den Menschen in seiner Einzigartigkeit und Vielfalt sehen. Das ist das Credo der LWL-Klinik am Park.